So. Jau. Hallo. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Deathbone. Ha, nein, diesmal Link to the Past. Oh, okay, ja. Startet er automatisch? Und sogar mal schön in Englisch. Oh, das hat er aber auch lange nicht mehr. Oder doch, verdammt, auf der Konsole was. Also, es ist Steffens erstes Mal. Genau, ja, aber mit dem Spiel. Ja, aber auch allgemein Spiel. Mit Zelda. Genau. Ja, auf jeden Fall spielerisch. Sonst weiß er natürlich Bescheid. Ja, auf jeden Fall, Steffen, du hast was Wichtiges verpasst. Aber das ist jetzt gut, dass er es nachholt, denn bei diesem Spiel ist es auf alle Fälle wert. Das macht eigentlich einfach ohne Ende Spaß. Alles. Soll das automatisch starten gerade oder habe ich da irgendwas? Nö, du kannst jetzt, kannst ruhig schon klicken, dann kommst du ins Menü. Oh. Dann sehen wir es. Ja, aber das gehört ja dazu. Ja, stimmt ja, das kommt ja, das ist schon richtig so, wenn wir den Anfang laufen lassen. Das kommt nämlich dann nicht, wenn man startet. So ist es. Ja, also die Story wird hier gerade erklärt. Genau. Könnt auf Pause drücken, durchlesen. Ich versuche das irgendwie Kram, so mitzulesen. Es gab halt früher eine große Schlacht, dann ging und ja, die Welt stand halt da kurz vorm Untergang, nur dann haben die sieben Weisen halt den bösen, mächtigen Ganon da verbannt. Damit der, was immer, diese Welt wird auch so, wo sie sitzen gerade, weil sie Mist of the Time. Ja, aber dieses, das Wort ist halt viel Zeit vergangen und die Weisen sind dann auch alle mit der Zeit, glaube ich, dann gestorben. Und so wurde auch dieser ganze Kram mit den Versiegeln, das ging halt so langsam in Vergessenheit. Und dann ist halt, wie es halt chillt, ein mysteriöser Zauberer, der halt Akhnahim, der kam nach Hyrule und er hat das Siegel gelöst. Und er hat leider den guten alten König da umgebracht. Genau. Und jetzt sehen wir ja gerade, die kleine Süße da ist die Zelda. Link! Ja, oder Link, die Prinzessin. Wir sind doch Zelda. Genau, der Hauptcharakter bei Zelda ist natürlich Zelda. Ja, und nicht merkt euch das. Verdammt, alle denken immer, es ist anders. Dachte ich als Kind auch. Ja, ich dachte es ganz kurz, aber dann wurde ich aufgeklärt zum Glück. Oh ja, und der böse Akhnahim schickt jetzt halt ein Mädel, jetzt einer der Nachfahren der sieben Weisen gratis wieder. Da steht's. Das ist nicht verwendet. Ich will jetzt nicht fragen, wohin er dieses Mädel da geschickt hat. Das ist ja natürlich jetzt nicht Zelda gewesen, das war einer von den Nachfahren von den sieben Weisen, was man doch am Anfang noch gar nicht weiß, aber jetzt hab ich's gesagt. Oh Gott, yeah. Die meisten wissen ja eh Bescheid, was bei der Spielsache ist. Ey, das war damals, glaube ich, so der neueste Trend. Damals war das der Boom, ey, da ist Zelda so richtig hochgekommen. Ich meine, wegen Buchstaben auswählen. Ja, das auch. Das auch, gerade mit dem geilen Teamkreuz. Früher bin ich damit nie zurecht richtig gekommen. Ich war immer so, ja, okay. Und dann erst viel später habe ich das so gescheckt, dass man das ist ja richtig wie so ein... Ja... Co-Best. Okay, klär mich auf. Ah, Rätsel gelöst. Colin, Bene, Steffen. Co-Best. Geil, ne? Das hört sich sogar noch cool an. Ja, ich habe überlegt, okay, welche Reihenfolge ich das mache. Das ist echt mal cool, ja. Ja, bei Steffen und mir hatten wir das auch mal. Ja, hieß nur Kost. Kost ist auch gut, ja. Robin und ich machen entweder immer Stroh oder Rost. Cool. Klingt beides geil. Und wir können Best machen, Mann. Das ist oder echt gut. Spee. Co-Best Bock total. Spee. Oh, aber wir hätten uns Zelda nennen müssen eigentlich. Das ist gerade Zelda, die da um Hilfe schreibt. Ja, okay, vorlesen müssen wir das, glaube ich, nicht. Ja, lieber nicht, alles, ne? Oder? Ja, sie sagt halt gerade, dass sie auch Englisch ist. Außerdem könnte Link eh niemand sprechen, damit wäre es schon wieder langweilig. Ja, stimmt so. Er muss eh die goldene Regel, der Hauptcharakter darf nicht sprechen. Ja. Link hält die Fresse, definitiv. Und er bricht überall einmal alles kaputt. Ja, in vielen FFT sprechen sie ja auch. Gerade so Chrono Trigger und Final Fantasy, da spricht ja jeder. Aber bei den Link ist es wirklich, ist wirklich penetrant, dass er die Klappe hält. Wenn er mal was sagt, dann... Okay, wir hätten da wirklich Zelda nehmen müssen. Ja, dann hätte er jetzt gesagt, Zelda, ich gehe. Das wäre echt gut gewesen. Wollen wir nochmal einen Neustand machen? Der alte will halt jetzt raus und nach Hyrule da jetzt alles cool machen. Ne? Kann man die Vasen hier zerstören? Boah, geh mal ran, Junge. Geil. Ja, die drei Leben, die dir jetzt nichts bringen, weil du voll bist. Ja. Tu es. Da. Oh, du hast eine Lampe bekommen. Jetzt kannst du Licht machen im Dunkeln, aber du brauchst magische Energie dafür. Oha. Ja. Nee, das ist alles Background. Das ist doch nicht so wie heute. Das ist eine Karte, wo du wirklich alles benutzen kannst. Ja. Man sieht wie bei Dragon Ball Z, man sieht ganz genau, was man benutzen kann. In der Regel. Was halt als nächstes kaputt geht. Genau, das auf jeden Fall. Boah, das neue Xenoverse soll ja gerade auch die Charaktermimik sollen die wohl sehr viel. Sowas ist cool. Das sehe ich aber auch gerne bei Animes, wenn sie das machen. Da soll ich wohl nicht lang gerade. Ja, definitiv nicht aus, ne?
Drücke Armschilder zu. Und gehe nicht ins hohe Gras. Das könnte gefährlich sein. The King hat gesprochen, ja. 100 Rubine ist schon recht übrig. Das, ich glaube, ich würde so zusammenzucken, wenn das passieren würde. Hier kann ich nicht durch. Das war scheiße. Ich weiß, ich meine, das ist ein Büsche oder so. Ja, oh, geil, ey. Das war geil, ne? Oh ja, das ist natürlich ein bisschen penetrant. Das kommt immer mal wieder, wenn du halt meinst, ja, ein bisschen auf Entdeckungstour zu gehen. Ach so. Dann ja, erinnert sie sich immer noch häufig dran, genau. Du kannst ja einfach ignorieren. Oh, guck mal, hier kann man bestimmt durch. Natürlich. Aber man muss die Büsche erstmal weghauen. Ja. Also mir ist nie gelungen, den Busch einfach so rauszureißen. Betet der da gerade? Nein. Drück mal, halt mal gedrückt. Und mach nach hinten. Oh. Genau. Ich weiß gar nicht, ich hab's irgendwie durch, ich hab's einfach so irgendwann gemacht und das ist. Macht so. Er da auch was? Nee, er zieht gerade. Er zieht gerade. Bringt das auch was? Naja, kannst ja eine Zeit lang machen, aber okay, das sind halt fünf Steine, die aufeinander gehäuft sind. Sieht ein bisschen schwer anzuheben aus. Ja, ein bisschen. Oh cool, jetzt bin ich wieder hier. Definitiv. Okay. Ja, Y, X oder Y war Karte, glaube ich. Mach mal einen von denen. Eine Waffe Karte. Ha! Nix. Und kannst nochmal drücken, dann ist glaube ich groß. Oder wenn du irgendeinen Knopf drückst, wird sie nochmal groß. Ey! Ah, cool. Wir haben die Karte von Hyrule. Von der... Ja, von warte mal, da war einer der Schatz abgebildet. Ach nee, das ist ein Haus. Früher, als man das Spiel gekauft hat, gab es noch sogar ein Poster dazu von der kompletten Karte. Das sah hammergeil aus, nur leider haben wir es nicht mehr. Ja? Ich glaube, das war auch so ziemlich das erste Spiel, das eine Ingame-Karte hatte. Ja? Kannst gut haben. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob es das erste nee, war. Nee. Ach, meinst du... Wenn du ins Menü gehst und so, was ist mit Metroid? Da gab es das auf jeden Fall... Ach nee, die alten Metroid-Teile. Die alten Metroid-Teile. Nee, die hatten... Nach... Ja doch, da gab es schon... Da gibt es auf jeden Fall auch Karten. Ja, bis zum Dungeon des Cars. Genau. Also bei Metroid gab es auf jeden Fall auch schon Karten, weil Super Metroid auf jeden Fall, ich weiß... Bei dem Teil, ja auch beim NES-Teil eigentlich auch schon. Nicht auf einmal, also sondern die so Stück für Stück erkunden alles, glaube ich. Nein, und das Gras. Sogar bei dem allerersten Teil, da musste man noch, halt, wo das nur mal nicht rein, Sohn. Genau. Geh nach Hause. Und geh schlafen. Ja, die sind ganz, ganz nett zu dir, die sind nicht noch Söhnchen. Ja, du bist ja auch noch klein und ja. Süß und so. Da auch schon wieder, die sind echt geil. Ja, die sind überall. Gut, da bin ich mir auch immer sicher wieder. Ja, das ist immer gut. Kann eigentlich was unter den Büschen sein? Oh Gott. Manchmal ja, manchmal nein. Jetzt habt ihr es gesagt, jetzt muss ich alle rausrobben, weil es die Möglichkeit gibt, dass da was drin ist. Oh ja. Oh, du bist reich! Jawoll! Die Währung in Hyrule. Das sind zwar keine Rubine, Rubine sind rot. Ja, man nennt sie hier Rubine, das sind alles Rubine. Okay. Das sind grüne Rubine, macht Sinn, weil sie die grüne Farbe in sich haben. Sind das, Saphire waren blau. Genau, und ja, was war rot? Rubine? Genau, verdammt. Hast du schon gesagt? Nein, noch nicht. Ja, okay, hätte ich erst mal sagen müssen. Also das erste Mal, als ich das Wort Rubin gehört habe, das war doch beim Ramses Rubin, ne? Damals noch so von Lego. Okay, die kann ich nicht bewegen. Nee, die sind zufällig. Das ist nicht der Halt. Nee. Obwohl du auch grün bist. Ja. Definitiv. Damals hat er ja noch braune Haare. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Oh, das noch. Ja, jetzt verliert sein Leben. Oder du landest nach da unten. Oh mein Gott! Unser Vater! Oh, Kobes! I didn't want you to wolf dress, I told you not to leave the house. Ja, er hat's eigentlich gesagt. Yeah. Take my sword and shield and listen. You can focus power in the blade. Hold the B button. Okay. Oh, muss man sprechen. Then release it using the secret technique. Technique handed down by your... Our people. Kobest! You can do Save it! Save the princess! Genau! Und wir haben endlich unsere Ausrüstung. Und die wichtigste Regel, wenn Link was soll, ist Kopf erstmal hochheben. Genau. Ja klar. Mit dieser epischen Melodie. Man fragt sich, wo sie herkommt. Achso, Moment. Boah, das ist glaube ich. Ja, sehr schön, sehr schön. So, jetzt kann ich gehen. Sehr schön, das macht mich sehr stolz.
Oh, unsere ersten Feinde. Und sie werden weggeschnitzelt, sehr schön. Die, glaube ich, nahezu schwächen. Ne, die können noch mehr. Es gibt, glaube ich, noch Schwächen. Es gibt noch Schwächen, gerne. Ne, eine Schatztruhe. Muss ich das ja anzünden? Oh, du hast was bekommen. Wird hier nicht erklärt, das ist dann, ja, wie es sehr wahrscheinlich macht. Unsere magische Energie. Ja, genau. Ich glaube, Y war dann auch für Items und X war Karte. Also X für Karte, bei X für Karte. Und Y sind dann die Items, die du da hast. Genau, hab das da entzündet. Oh. Ich hoffe mal, das Naja, der Home ist heller geworden. Das geil. Siehst du auf jeden Fall schon mal, das hat es gebracht. Nur das war jetzt nicht wichtig. Gut, sie hätten natürlich jetzt auch einbauen können, dass dann dadurch dann die Tür aufgegangen wäre, aber gut. Jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, dass der Raum heller wird, wenn Licht da ist. Naja, macht natürlich Sinn. Boah, das konnten die damals schon implementieren alles. Das ist echt beeindruckend. Na, Kumpel, sind wir ein bisschen blöd. Oh, das sind so meine Lieblingsgegner. Man kann mit ihnen einfach alles machen. Das ist so egal. Du machst ihnen Push einen Kopf und sie gehen down. Es ist einfach zu weltlich. Was man mit denen so machen kann. Ja, die sind ein bisschen, leider ein bisschen ärmlicher von der KI. Die wissen nicht so Bescheid. Bam. Die halt so wie ihr Kopf sich geht, in die Richtung wollen sie. Also sie sind leider nicht so gefährlich. Aber ja, trotzdem können sie halt schon. Ja, wenn man gegenläuft, ne? Das ist so hier, da wo sie punkten können. Er hat dir als sein Herz geschenkt. Ja, genau. Das ist sehr nett, ich habe ihn getötet. Er hat dich geliebt. Und wir sind weiter am Rumpfen. Ja, eins meiner Lieblingsbeschäftigungen, Rubine sammeln. Ja, da muss jetzt, Steffen, muss man jetzt... Teste mal anderes aus. Genau, wie könntest du diese Büsche noch zu Weide gehen? Oh, Revolution! Jetzt sind die Büsche dran. Und ja, oh! Rundumschlag. Oh ja. Damit kannst du einiges anstellen. Und dieser epische Regenfall, das hört sich so, mit diesem leicht erotischen Gewitter. Es kommt einfach zu geil. Gewitter erotisch. Jo, da haben wir es. Aber auch nur dieses aus dem geilen Super Nintendo Sound Universum. So. Sie haben es damals einfach hinbekommen, so viele Spiele so Geld zu machen. Das ist unglaublich. Gut, das waren dann immer da auch immer so die ersten Teile. Aber Die erste, weil es gab ja auch früher Zelda-Spiele, die dann ja damals natürlich auch ziemlich geil waren, aber auch sehr, sehr schwer und auch sehr anstrengend sein können. Dann mit dem Teil haben sie es eigentlich wirklich für auch mehrere Leute noch zugänglicher gemacht. Und jetzt sind die Feuer. Ich würde sagen, der einzige, was heutiger sich noch spielbar ist. Also der erste. Ja. Der hier. Die anderen sind eigentlich einfach nur anstrengend. Aber klar, als ja, der erste ist anstrengend, der zweite geht gar nicht. Den zweiten kann man echt knicken, also. Ja, da haben sie echt was verkackt. Aber das sind derzeit echt viele Mist rausgekommen. Okay, doch. Dann haben sie sich dann wieder nach dem ersten orientiert und das sind da rausgekommen. Und kann man die auch entzünden? Nee. Nee, dann kannst du ein anderes Zeug machen mit. Ich meine, die sind ja, siehst du, da geht's anscheinend ja, die sind ja so hohl und sieht so aus, als ob du da reinspringen kannst. So, Boah. Erstmal also, rechts gehen. Ja, warum rechts, ne? Ja, immer rechts, ne? Rechts. Also, ist so meine Devise. Recht. Ja, du bist ziemlich rechts, okay. Alter, nerven die mich jetzt. Mach, da war noch einer. Ja, die sind immer so toll versteckt da unten. Das ist so wie eine große Stunde. Kann man auch Schild irgendwie? Schild aktivieren nicht, nö. Das hast du jetzt erstmal an dich. Das kannst du jetzt nicht so nach vorne schwecken oder so. Das hast du jetzt immer so, wie du es da hast. Oder halt jetzt zum Seitlich, wenn du dein Schwert aufgeladen hast. Hey. Ja, der hat 3 Leben, der ist fies drauf. Das ist so klassisch, ist es so hart. Wie ist es mit... Pass mal auf, du. Safe and continue, safe and quit? Quit. Man startet in der Regel dann immer da, wo man am Anfang des Dungeons und ja, wenn du draußen krepierst, startest du, hast du Auswahlmöglichkeiten. Am Anfang würdest du immer in deinem Haus starten. Später, wird dir angezeigt, wo du starten kannst. So, also nochmal rechts. Ja, rechts startet nie. Boah, wie ich ihm eben eine gegeben habe. Oh. Ja, die eine. Ja. Das natürlich auch. Nämlich mit Dingens, dem ein Hasending spielen. Damit hattest du ja nicht allzu sehr Probleme, ne? Hasenspiel? Ach, das mit dem Moon. Ich bin wieder bei meinem Moon, obwohl es vielleicht gar nicht so heißt. Ach so, Ja.
Ja, damit hatte ich echt nicht Probleme. Deswegen, also da dürftest du auch hier nicht Cave Story Plus. Genau, Cave Story Plus, also. Ja, das hatte ich da ja auch schon zum zweiten Mal gespielt. Ja, genau. Das sieht böse aus. Ein Britzelbritz. Ja, Dings. Da laufe ich mal nicht mal reinlaufen. Hier kann man runterspringen? Ja, kannst du runterspringen. Also, sehr wahrscheinlich. Ja, sprengen. Oh, sprengen, ja, dein Gras, da frei. Boah, wie ihr seid jetzt noch. Geil, ja. Das hat's voll gebracht. Seitwärts ist immer gut. Jetzt wird er gerade auf Eis laufen. Oh ja. Oh, Eis. Mein Eis war voll super. Na komm, ne, wobei, ja. Eishand ist echt, also Eishand-Produktion ist echt cool. Gucken wir mal, wo, das hier kommen wir wahrsclich auf der anderen Seite raus. Jupp, genau, auf der anderen Seite, okay. Nee, und dazu noch Skillway. Ja, Skillway noch dazu, boah, man, Skillway, Kolosseum, Eishand, alter Mann. Ne, das kann ich wirklich nicht spielen, aber Kolosseum würde ich mal ausprobieren. Zweimal Feuer, Frost ist nur die Frage, was hau ich raus. Das ist so eine Sache halt. Da kann ich ja raus. Aber kann echt pissig sein, wenn ich einfach nur einen Wert rausnehme mit Kolosseum. So, ich hau mal das eine Monster einer? Weg, ihr kennt ja dann nicht pro 6 7. Ja. Und der hat ja dann auch meistens. Kann ich die auch killen? Versuch's. Also. Boah, der hat ein heftiges Schild. Achso, das ist so ein. Der sagt nein, du musst hier nicht. Wenigstens werden. Keine unsichtbaren Mauern, das hast du ja im Spiel. Das stimmt. Das ist. Hier glaube ich gar nicht, nee, unsichtbare Mauern gibt es hier drin nicht. Ja, ich glaube nicht. Da stellen dann einfach unsichtbare Map, dahin. Wo dann einfach, naja, Bäume dann sind oder so, ne, oder Berge oder so, wo du dann ja auch sehr offensichtlich nicht weiter kannst, weil wenn da so ein Gebirge ist, dann kannst du so richtig klettern. Das war ja, grandios. Ja, der Typ war aber auch grandios. Du bist direkt vorhin und er. Und er? Oh, one hit. Was war das für eine Explosion? Was war das für ein Geräusch? Hm. So wie bei Snake, als auf der Fall war, zu göttlich. Ja, Krug. Der Krug ist mächtig. Das will ich mal einfach noch so sagen. Die haben schon drauf, die Krüge. Sind auf jeden Fall stärker als Büsche. One-Hit. Und One-Hit. Stärker als Schwerter. Sie sind schon mal, sie machen den schon mal Platz. Und man weiß ja, wie viel man braucht für ihn. Da weiß man ja, weiß ich nicht mehr. Das ist gut. Weißt du schon, wie viel die Klinge an Damage macht? Nein. Ui. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Ne? Ne, muss ich mal jetzt ist das natürlich ziemlich auch übersichtlich. Da hatte ich auch eine später bei 64 oder so als Kindy und dann war ich da im Dungeon fest. Und dann ist es so, früher hat man da einfach mal so oft drauf losgemacht und auch in den Raum komme ich rein. Wenn dann so der Punkt ist, oh Mann, da komme ich nicht weiter. Wo war ich noch nicht? Das war dann immer so ziemlich doof. Was kann ich noch machen? Was man denn? Dann guckt man auf die Karte und nach Scheiße, das bringt mir echt wieder nichts. Was fehlt noch oder was muss ich noch nichts? Das war dann damals schon echt hart. Dann habe ich dann wieder mal auf das ganze Spiel neu angefangen, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann ging es, weil ich so eine offensichtliche Sache dann gefunden habe, weil ich so alles Stück für Stück gemacht habe. Weißt du, bei Awakening, da kam ich im letzten Tempel aber nicht weiter. Oh, der letzte, mein. Der Feuer, ne? Ja, der war echt blöd, weil man, da gab so viele Möglichkeiten, so viele Sachen, die man sprengen konnte. Und wenn man da mal eine Sache so übersehen hat, wo dann der Raum dunkel war und da war eine Stelle, wo du Bomben machen konntest und du hast es nicht gefunden und du irrst dann wie blöd in diesem Palast. Da habe ich auch einmal neu angefangen. Weil ich wusste einfach nicht mehr, was Sache war. Dann habe ich wirklich ganz genau Raum für Raum alles durchgeguckt und dann auf einmal, oh, da ist ja noch eine Stelle, wo ich eine Bombe setzen kann. Und dann ging es richtig flott. Dann war das so wie die Kette nach hinten auflösen, nichts los und Game. Oh! Ja, das macht sehr Spaß. Das macht unglaublich Spaß. Mhm. Die sind bei Krüge, da kannst du denen die Krüge an den Kopf werfen und die damit runterhauen. Weil die kriegen meistens jetzt erstmal nichts mit und dann. Ja. Sie kriegen was mit. Die spawnen an der gleichen Stelle, man kann es so oft machen, wie man will. Jetzt ist das hier nicht. Ui. Ja, du kannst, wenn du auch so ein kleiner Zorro bist, kannst du sie mit der Spitzenklinge einfach in den Abgrund garden. Den Krug einfach runtergeworfen. Ja, das gefällt die Krug. Oh, oha. Oha. Nein, falsche Richtung. Ja, das ist noch ganz voll, dass jetzt, wenn wir es so getroffen haben, dann haut er wenigstens noch den Krug da. Ihn instant in die Fresse. Oha, die mysteriösen. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh. Ja.
Gegner den Rücken zu drehen, immer eine gute Idee. Ja. Ach, was, okay, der war jetzt im One-Hit. Deswegen soll, es ist eine Schande für einen Schwerkämpfer Namen auf dem Rücken zu haben. Mhm. Ja, das ist echt ein bisschen. Das heißt ja, das heißt, man hat geflohen. Man ist geflohen, dann. Ja, genau so war das, Oder man kann es ja auch so sagen, man hat den Gegner nicht ernst genug genommen oder war fuschig und der ist dann nochmal aufgestanden und hat einen erwischt. Naja, generell ist es. Ja, generell ist es wirklich die Flucht, ja, das ist dann echt ein bisschen gegangen, nicht? Dann wäre man ja einen ehrenhaften Kampf hinlegen. Oder ehrenhaft. Na, sind ein bisschen dumm. Oh ja. Sie haben so das Fliegengedächtnis, ne? Vielleicht ein bisschen besser. Oh cool, ich konnte darüber hin. Oh, unsere erste neue Waffe! You got the Boomerang! Give it a try! Boomerang! Genau! Boom, baby! Oh, nee, überhaupt nicht. Aber der boomt halt. Der Boomerang boomt bei Zelda, definitiv. Ups, ja. Weil damit kannst du richtig tolle Sachen machen. Der ist echt vielseitig. Aber in Smash Bros. Brawler ist der Boomerang, naja. Ja, also da, nee, lass mal. Auch in 64 war der Boomerang immer, da war der super. Also Smash. Fähigkeit. Kann ich schlecht beurteilen. Da warst du, da auch Link gegen drei andere, das war so. Da muss ich aber eben noch mal ganz kurz in die Input. Genau. Das ist die Maus gerade, da haben wir sie. Besser der Lübser kommt, klopft da links. Genau. Ja, den braucht man auch häufiger, der ist wichtig. Der Item-Knopf. Was? Items benutzen? Oh nein, ja. Ja, man kann ja auch mit Glitch arbeiten. Aber ich glaube, da brauchst du dann auch erstmal. So, dann noch kurz einen Schluck trinken. Man kann hier schon zu Ganondorf gehen. Hier irgendwie, dann verschieben sich die Räume, zack, zack, und auf einmal bist du bei Ganondorf oder irgendwie. Du kannst da ganz schnell das dann durchrunnen. So. Keine Ahnung, wie das genau geht. Ah, das ist doch gleich viel besser. Jo. Wo hast du den jetzt? Ah, klar, natürlich. Na, was kann der Boomerang für tolle Sachen machen? Gegner. Zum Beispiel? Ja! Das war damals auch immer eine Lösung. Einfach erstmal hochgehen. Sie spawnen ja zum Glück an der gleichen Stelle, wo sie wieder gut halt am Anfang waren. Sonst wäre blöd, wenn sie da einfach an der Tour chillen würden. So ein Mesopfeiler, so ein Krug. Aber das könnte jetzt witzig werden. Das könnte jetzt witzig werden. Ja, jetzt hab ich ja schon ein bisschen. Aber selbst so wird's noch witzig. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das... Da weiß ich... Nee, manche Gegner kannst du mit dem Boomerang killen. Aber manche werden halt nur gelähmt. Und yeah, Mann, er ist der Keulenmeister. Und er macht einfach seine coole Schwingkeule. Ja, passt, ne? Ja. Das Ding ist dann, du kannst... Darum sind auch extra die Krüge, da du kannst den auch auf den Kopf werfen. Ja. Kommt zwei reichen, dann müsst du 6 Leben haben. Thank you, komm erst! Yeah! I had a feeling you are getting close! Komm erst, listen carefully, the wizard is magically controlling all the soldiers in the castle and feels more strong for my father. The wizard is an inhuman fight with strong irgendwas. Do you understand? Not at all. Und nochmal! Listen carefully, my father! Strong magical power! Nein, ich versteh's immer auch nicht, ich kann kein Englisch. Es ist so toll. Ja, und wie sie uns so mitgeteilt hat, weiß sie einen geheimen Secret Door in der Tische zu schon bohren, nicht mal hier irgendwie. Der Tisch ist so heftig für dich. Umgebungszerstörung schlecht, ey. Hart, ne? Damals waren es halt echt voll ganz krass. Ja, Mann. Ja, jetzt kannst du noch ein bisschen mit Zelda rumlaufen, nenn ich. War ja halt damals. Das ja. Link ist ja auch ein Egelmann. Ja, trotzdem können wir noch. Genau! Ah, Pokémon. Ah, kann man runter. Wo muss ich überhaupt? Ja, wie gesagt, wie ist der Stand? Sie kennt einen geheimen Weg im ersten Raum des Schlosses. Im oberen Stockwerk. In der Halle. Ja, Boomerang ist schon recht praktisch. Der zwirbelt sich gerade. Ach so. Und der ist ja voll ewig dann. Naja, ewig, er hat sich ja ein bisschen gezogen. Der andere war halt zu heftig, der hat gesagt, nein, das macht mir nicht so viel aus. Aber die hier sind schon anfälliger gegen so einen Boomerang. Und oha! Und wie viel zieht der Krug ab? 6? Nee, die haben, wie viel haben denn die blauen?
Keine Ahnung. Offenbar. Genau. Du brauchst drei Schläge für einen oder so. Oh, der ging daneben. Was ist passiert? Ja, du kannst nicht mal auch noch ein Herz. Ich weiß ganz schön viele Herzen von dem Kerl. Genau, das ist mir früher auch nie aufgefallen. Wenn du Herzen wenig bist und du sie killst, geben sie dir Herzen. Und wenn du sie halt, wenn du volle Leben hast, geben sie halt Rubine ab. Echt? Ja, das ist mir früher, früher dachte ich immer, oh ja, wieder guck mal Herzen, mal links, aber sobald, also wenn du dachte ich immer noch aufgefüllt ist. Ja, ist mir aber gerade wieder, in den Kopf gekommen. Ah, doch nicht, Tja. Und dann war das bei anderen Teilen. Hier ist es dann noch random gestellt. Oh, Folter sich. Das ist mir hier nie. Oh, da kriegen wir Rubine. Ah ja, das ist doch noch eine zweite Sache beim Boomerang. Aber die geben Münzen, wenn du sie lebst. Aber nicht alle, auf jeden Fall bei den Grünen. Der dürfte jetzt keine Münzen geben, weil er noch drei Leben hat. Und doch auch sogar. Erstmal die Bude auseinandernehmen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hier bin. Das ist gut. Genau. Oder was? Das könnte auf jeden Fall interessant werden, weil der wollen wir noch später, großflächiger werden und mit mehreren Stockwerken, wie es jetzt üblich ist. Mhm. Witzig. Und wir haben ein Wachsfigurenkabinett. Hier haben wir die... Ja, Soldier in grüner Rüstung oder Armor, der hat sich ein bisschen verkaufen. Genau. Was? Ja, ich bin Schützjahr, Jungs, alles ist okay. Das ja, ist eine Fest, ey, schade, hat sie es nochmal gesagt. Danke, Link. Ach ne. Das war ja Zelda. Wirklich? So, jetzt hier durch, ne? Ja, scheint so, ne? Und das zweite F. Oh, Flur! Oh, scheiße, jetzt habe ich gerade voll den Subing bekommen. Zweiter Flur, das macht voll Sinn. Ja. Wow. Das habe ich, glaube ich, vorher das auch nicht kapiert. Als Kind unmöglich zu machen. Ja, ich meine, da waren die meisten... Die spawnen die? Ja, die spawnen. Boah, noch bekommen. Sehr schön. Ja, aber muss sie auflöst. Ja. Und dann geht der Weg hier. Boah, der sagt das nicht. Ja. Alles klar. Sicher ist sicher, ne? Ja, definitiv. Oh, lass mich gerade ganz kräftig stellen. Ornamental Chef, schon oben, do you have a light? Oh, ich bin stark gezettet, you can't see without one if you're already, let's go, help me push them. To push. Push. So. Push? Mhm. Ja, push. Mhm. Push. Push ist toll. Push. Mhm. Scheint nicht so, wäre so, so mal sehen, vielleicht hieß ein Backhand, hab ich mal hinbekommen, dann war ich in den Ornament drin und musste das Spiel ausmachen. Aber okay. Wollte jetzt nichts sagen, weil es passiert mal witzig. Ein bisschen. Okay, das ernsthaft? Ich hasse Flächenhäuser. Nee, das waren keine Flächenhäuser. Den Fiebs nach zu urteilen. Eine Fledermaus, ganz klar. Hier bist du jetzt gerade echt im Fledermausland, also pass auf. Ja, Rattenmäuse. Ratten. Was glaube ich jetzt besser? Die sind nicht so. Nein! Aber hey, passt, du hast gerade nichts verloren. Wolltest du sogar die Maus? Ja, klar. Ja. Ja, 10 bringen die, ne? Nö, wenn das ein blauer war, dann blau Z5. Ich glaube, es ist Z5. Ey! Oh, die zwei nicht schön. Oh, Alter. Ja. Ich sehe schon. Stark. Genau. Yeah! Boah, sehr gut! Übersichtlich, übersichtlich. Und noch ein Herz. Und glaubt ihr, dass man mit dem Feuer dort sogar diese Ecken hier... Ja, das ist ein echt mächtiges Feuer. Und jetzt erst, boah, Mann. Boah, das ist das andere Feuer anscheinend ausgegangen. Oh, überraschend. Halten die... Achso, kann man immer nur eines oder halten die nicht so lange? Ja, das... finden wir es aus. Boah, es ist das andere auch ausgegangen. Zack. Was ist das da ganz oben links, dieser Schraubenschlüssel? ja, meinst du, ja, ganz links, ne, rechts meinst du, ne, links meinst du, ne. Was ist jetzt im Menü wieder? Das oben links dabei, Alter. Habe ich auch nie kapiert, aber das ist Y-Knopf. Ich dachte immer, es wäre eine Schleuder. Und ich habe mich nie gewundert, aber das ist einfach, um zu wissen, ja, use Y. Und hier,
Und da unten war ja noch das A. Da ist noch das A, das habe ich auch viel später gemerkt, warum das alles so in den Farben gehalten ist. Wow! Ja, jetzt geht's los. Jetzt machen sie ernst, du. Jetzt wirst du mir gewaltig. Ja. Jetzt haben sie erstmal gezeigt, wo sie in der Lage sind, du. Ist das auch Fledermäuse? Ich glaube, das waren. Ich denke mal, das sind solche Schlangenviecher. Das sind Schlangen. Oh. Nee, Fledermäuse. Ja. Okay. So, wie geil. Also Kobras, um was gesauert zu sagen. Na, was mit der Christina vielleicht? Da passt, ne? Kriegt sie echt frei. Und sechs Rubinen. Ja, auf jeden Fall bei Gegnern, die du mit zwei Schlägen killen kannst, wenn du sie vorher mit einem Rubin lebst, mit einem Umwagen lebst, gibt es immer einen Rubin. Ein grüner, ein grüner Rubin immer. Das ist immer großzügig. Jetzt bei der müsste es auch gleich einen Rubin geben. Jetzt wieder frei. Bitte. Und da sind jetzt, sind das jetzt die Mäuse in dem Fall? Die hier? Weil das ist gerade echt fett Fledermaus. Das ist eine Maus. Achso. Na Fledermaus. Scheiße, ne? So. Jo, jetzt sehen wir alles. Das kriegt man den Bogen und wir haben die Schlüssel bekommen. Geil. Jo. Ja, das ist natürlich auch erst. Oh. Wo denn zuerst? Nee, sogar bei, wie heißt das für den GameCube, der Teil? Wind Waker. Nein, nicht Wind Waker. Twilight? Princess? Ach so, ja. Da. Ist für mich ein Wii-Spiel, weil ich es auf der Wii habe. Ja, stimmt, genau. Gab's ja auch für die Wii. Nee, nicht mal da, die das waren halt die Items. Erst glaube ich in den ganz neuen Teil kann man glaube ich Items dann nur so auswählen mit der. Ach nee, dann kann man bei der Fernbedienung, ne? Okay. Das war erst auf der Wii halt dieses, die Dinger selbst auswählen kannst. So. Also dass du nicht immer ins Menü gehen musst, dass du so eine eigene Auswahl hast. Ich glaube erstmal so wenn dann erst bei ja wenn dann erst beim allerdings Teil beim aller derzeit aller neues ich weiß grad gar nicht. Multikill, ja, da hast du sie echt alle gut gefilmt. Oh, da ist noch eine ganz random, war sie da und nagt dann ihren Schwanz. Skyward Sword habe ich auch noch einmal gespielt, ja, mich auch, weil naja, es war halt nicht so gekommen. Ziemlich ich fand's in Ordnung. Ja, klar. Für ein Zelda-Spiel schon ein bisschen Enttäuschung. Ja. Und wenn ich so und gesehen habe, dass das Neue sich so halt als so eine RPG da in die Richtung geht. Also mehr wie bei Final Fantasy, sage ich mal, oder so. Finde ich das echt ein bisschen komisch. Und der neue Dingsling sah ich ganz. So, bei neuen Zelda habe ich jetzt noch gar nichts gesehen. Ja, also das sah jetzt nicht so die Bombe aus. Ja, finde ich schade, wenn die Entwickler einfach beim Spiel immer in eine komplett andere Richtung gehen. Ja, wenn sie doch eigentlich schon gesehen haben, also eigentlich wissen, ja. Oh, das war mal fett, hast mal von der Maus 20 Rubine gezweckt. Wow. Ja, wenn sie das halt, wo das so beliebt war und so erfolgreich, warum sie dann einfach in eine andere Richtung gehen, weil sie... Ja, ich meine, wenn sie unbedingt was anderes entwickeln wollen, gerne, aber dann sollen die das gefälligst auch unter einem anderen Titel machen. Ja, genau, und einfach naja, ein Spiel oder so. Ist da vielleicht wirklich so wie bei Mario Kart, warum sie auch das neue Mario Kart so komplett anders gemacht haben? Weil Japaner einfach was Neues haben wollen. Ja, schade. Ja, aber wie das komplette Spielprinzip dann. Ja, muss es doch dann auch sicher auch an auch andere, auch ja, vielleicht mal von den Japanern welche geben, die dann sagen, ja nee. Sagen ja so viele, dass dann, das ist doch so oft, dass die neuen dann gehasst werden, die neuen Spiele, weil das Ganze vom Alten einfach fehlt. Neue Features sind ja eine Sache, aber wenn man wirklich das komplette Spielprinzip umkrempelt. Ja. Wie halt in diesen einen Teil da, den es glaube ich für die Wii gibt. Wo da Link halt nur auf diese ganzen Monstermassen einprügelt, wie es halt in so vielen Spielen da von One Piece oder so, wo man das selber so machen kann. Ja. Das finde ich dann wirklich dann erst recht so. Das ist eine Beleidigung schon, sowas dann überhaupt dann zu machen, wo ich Leute, warum? Diese im Sengoku Basaras. Ja, genau. Gibt ja auch Gundam. Ja, das ist dann, ich denke, ach komm, dann sehe ich mir einfach den Anime an oder spiele einfach die alten Spiele. Da unten kann man nur mit Bomben durch, gehe ich mal von aus, ne? Bam, Double Kill. Wahrscheinlich, also du findest, sieht immer rissig aus. Ja, das kenne ich nur von, wer Evolved oder
Nee, das RPG mit entwickeln. Wie sich die Spieler entwickeln. Evoland. Evoland, genau. Aufziehen kann ich es jedenfalls nicht. Nach oben kann ich auch nicht hoch. Muss mal gedrückt halten die Klinge. Jetzt weißt du auf jeden Fall, dass jetzt mach das mal beim Stein, bei der Wand einfach mal nicht, bei der Wand, nein, bei der Wand schon. Was hast du schon mal den Unterschied, was man wenigstens bei den Wänden beschreibt. Okay, witzig, dass du so gemacht hast, du hättest auch einfach schieben können. Muss einfach ein bisschen dran, aber das sah jetzt fürs erste Mal sehr elegant aus. Das ist ja mit dem Tipps einfach so. So habe ich das auf jeden Fall nicht gemacht. Sehr schön. Hey! Das hat wirklich Sieg gehabt. Ja, oh. Jetzt werden sie nochmal hier richtig witzig. Jetzt willst du genau. Das bei den Steffen der Zeit. Oh mein Gott! Die hat sich knapp. Die Warte wollte ich gefällt. Oder er mehr ihn umbringen und dann ihn umbringen, weil Sanctuary. Sanctuary. Ja doch, Sanctuary just behind the door. Oh, this is big. Oben? Oh ja, nach oben werfen. Oh. Ich hab voll den Skill. Ja, press den A-Button. Hier sind noch Gegner. Mensch, Link, hier sind noch Gegner. Sehr schön, sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Das geht auch nicht aus, das ist zeitlos. Das Geile ist, sie sagt dann ja, mach den rechten, aber... Oh, ja. Man muss einfach den anderen nehmen. Das ist so schön trotzig. Oh, passt doch, ne? Ja. Dazu. Ich kann natürlich auch mit Safe States arbeiten. Ja stimmt, hier geht es auf jeden Fall bei den Emulatoren. Ne? Mhm. Emulator Leute, boss, ich werde Spiele entspannen. Nur The Guy sagt nein, wenn es ein eigenständiges Spiel ist. Ja. Dann wird es auch einfach die Challenge. Bei Ninja Guide habe ich auch mit Safe State gearbeitet, weil das einfach zu pissig war. Ja. Das war ouch. Naja, aber spielt man solche Spiele nicht deswegen? Weiß ich nicht. Ja, das ist aber echt pissig. Das ist wirklich schon ordentlich. Ich könnte es jetzt, das Ding ist, ich könnte es jetzt nochmal machen. Oh, ich bin schon wieder tot. Jetzt werde ich ungeduldig. Da oben ist eine Fliege, die regt mich auf. Und deswegen gehe ich drauf. Okay, das ist eine gute Begründung. Ja, ist ja gut, ich weiß, ich habe es eben schon versucht. Das ist halt einfach sehr, sehr zeitaufwendig, sich da wirklich gegen der letzte Gegner sogar. In der Anfangszeit kann man doch alles so machen, aber... Es ist halt nicht für Casual Gamer ausgelegt, das Spiel. Ja, es ist halt Arcade-Game und sie sind halt einfach dann pissig. Und das so, die ganzen Sätze zu spielen, ist halt anstrengend. Da wollte ich mir das jetzt nicht Ewigkeiten dran umsetzen, sitzen. Spiel mal Metal Slug mit allen Weben. Ja. Ja, Metal Slug. Spiel mal wie heißt es? Contra? Ja, genau. Habe ich auch durchgespielt, aber das Ding, ich habe es auch mit gespeichert durchgespielt, aber ich hatte noch die ungewollte Schwierigkeit, mein Charakter konnte nicht anhalten, weil ich in der Steuerung angegeben habe, dass er sich automatisch bewegt. So, jetzt musste ich das Spiel durchspielen, ohne dass er mal stillhalten konnte. Das war ja fast an manchen Stellen nahezu unmöglich. Ich konnte jedoch dann wenigstens mit einer Pose, die er machen konnte, ihn zum Stillstehen zwingen. Aber naja, das hat mir halt nicht immer geholfen. Und sonst hat er sich die ganze Zeit bewegt. Und zwar bei Stellen, wo er sich nicht bewegen sollte, sehr schwer, da überhaupt dann durchzukommen. Dann dachte ich, ja, also da brauche ich jetzt auf jeden Fall Safe State, weil sonst ist das ja echt voll unfair. Und dann, oh, was habe ich denn da eingestellt? Sehr schön, ja, die Fledermäuse kann man definitiv mit Ruhe hier machen. Aber ich mach mir hier Licht an. Das ist dann doch zu nervig. Ja, und was denn die gerade nur so eine random Maus, aber mal dagegen kommt. Bei so kurzer Lichtdistanz ist das so schwach Licht, das ist nicht nervig. Die weiß es ja schon aus. Das Gepiepe geht mir jetzt schon auf die Eier. Ah ja, das ist ja, würde ich sagen, natürlich. Okay. Das ist so das sehr. Das ist glaube ich fast schon penetranteste Piepen. Das spätere war nicht so, nee, das schon bei 64 war softer, dass sie jetzt wirklich
Scheiße, kam der von hinten an. Oh, oh geil. Ja. Oh, das wird doch schön. Ja. Ich schieb jetzt schon die totalen Aggressionen hier gerade. Ja, das ist eine natürliche Reaktion. Was glaubst du, dass ich heute Mittag hatte? Oh ja. Wie heißt das nochmal? Tohu. Ja, Tohu. Ah. T-O-U-H-O-U? Ja. Ja. Was sonst? Ist auf jeden Fall ein klasse Spiel. Ja, klar. Macht Spaß ohne Ende. Schon über 100 Rubine, ja, das habe ich auch schon gefeiert. Meine ersten über 100 waren auch schon stolz. Boah, jetzt geht das Feuer aus. Ach so. Ja. Haben sie schon drin, die Kleinen. Bam. Und 5, ja, die Mäuse sind recht großzügig. Wenn man sie so killt, kann man schon echt den dickeren Hannes in Bus ziehen, als wenn man sie lebt. Um 20. Aber Stefan generell, man muss nicht jeden Weg abfüllen. Nee, aber. Aber Stefan ist gerade angepisst von den Mäusen und darum will er sie übertrieben pissen. Und dann pissen sie ihn am Ende dafür. Ja, das passiert häufig dann. Oh, oh, oh. Ja, das ist dann pissig, wenn das Vorderfront gelähmt ist, sind die Steine. Geht da nichts durch. Boah, das war ein Tag, ey. Ja, du wirst noch Millionär. Ja. So. Jetzt hast du noch nicht ins Kerl gebracht, aber schon der reiche Mods, ey. Oh, was ist... Nein. Nein. Ja. Oh, und nochmal probieren wir das. Scheiße. Ja, wieder. Ey! Frech, die Viecher! Oh ja. Mit einem ziemlich simplen Bewegungsradius, aber er fistet einen einfach, besonders wenn man zum ersten Mal reingeht. Ah! Wow, das macht Spaß bei dir. Mhm. So, anderthalb, passt doch. Und Mäuse, oh ja, besonders die Fledermäuse. Die sind alle Fledermäuse. Und Mäuse. So, und da kommen sie. Sie haben schon auch die Speed drauf. Also, wenn es halt so dunkel ist, dann ist man nicht so ziemlich gefühlt. Ah, die Mäuse sind auf Speed. Ja, ganz klar. Besonders das Kleine, da hat verkackt, weil es irgendwie nicht ins Wasser will. Hey, am Arsch! Oh ja. Die Hurenmaus, oh nein. Ich dachte, es gibt auch einen Hurenhorn. Tja, anscheinend gibt es auch Hurenmäuse, du. Jetzt musst du, ja. Keine Ahnung, ich find's hier drin. Die böse Hand, ja, jetzt sind wir gerade Kobes in der Rolle als Kammerjäger. Ey! Ein Glück war das so, der, es macht ja nichts aus, getroffen worden. Okay. Schön, schön. Wenn man wieder ein Leben bekommt, ist es wieder alles cool. Erstmal kein nerviges Getüter. Ein Herz kann ich. Stecken sammelt Herzchen. Ja. Das war gerade ein leckeres Mäuseherzchen, was uns Energie wieder zurückbekommt. Oder Leben. Die sind schon da, hoffe. Ah, da sind sie wieder. Ja, die ganze Kanalisation von Hyrule ist ausgerottet. Also das Level nicht mehr. Da krabbelt bald nichts mehr rum. So, okay. Jetzt ist bis sehr bald wieder am... Es ist ja bald wieder hell. Ja. Oha, oha. Ja. Wie? Da ist ein bisschen am dran. Mhm. Ja, warum? Boah, und wir haben wieder Licht, das Flächern immer, richtig. Wow.
Das ist sogar noch, dass sie dann halt eben keinen Schaden mehr zufügen. Also der Boomerang ist so das als Wegdeck. Du könntest doch was ausprobieren mit dem Boomerang. Das hast du noch nicht gemacht. Und es ist ja ein Boomerang. Und er kommt immer wieder zurück. Und so, an der könntest du es ausprobieren. Und was? Aber sie leben. Moment. Ja, das ist immer so eine Sache bei denen. Ja. So, dann sie erstmal killen, aber nicht einsammeln. So, das ist genau. Und jetzt zu den Rubinen kannst du da was anstellen. Geil. Das reicht aber erstmal ein bisschen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Boomerang einfach klasse ist. Ja, ja. Der Allzweckwichser. Ja, dafür sind wir schon auch Und aber hier geht es wieder aggressiv los. Man greift immer erst den an, der dahin ist, und dann übersieht man den, der von der Seite kommt. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Du bist ein kleiner Wichser, du. Topf bewaffnet geht's weiter. BAM! Ja, sieht schön aus. Alter, Mann! Alter, was machst du da, Junge? Alter, mein Gott, hör doch auf. Ja, ich hab's halt so. Keine Herz, oh, ist das arschig, ist das arschig. Weißt du was, ich hab keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Tja, kann man verstehen. Okay, to save state, yes. Du müsstest das auch automatisch über den Kopf laden können. Über, muss mal bei Confi oder... Nee, das steht eigentlich woanders, wo man das machen kann. So, na, ist doch egal. Open-Pick. Nee. Da, steht noch in der einer der oberen ist das dann. Ja, das wird wahrscheinlich dann die 0 sein oder so. Das war ein der ausprobieren. Oder hier war es. Nee, das sind nur Modes Enable. Oder F1 oder F2, wo war das da? Schön, gleich in den Mäusearsch gelaufen. Ah. Cheeto. Ja, die Mäuse geben es dir hart. Die Mäuse des Todes, du. Ja, Pesten, die haben wir viel hingerafft, diese Kanzlei. Ich finde das klasse. Ja, müsste eigentlich dann auf den auf 0 sein, wenn da steht 0. Nee, 0, nee, 0. Nee, das ist Offset Enable. Erstmal nach dann, dann F1, dann kommt das F1. Bam, hast du ihn gesehen, beide gleichzeitig. Ja. So, soll ich jetzt an dem Hebel hier ziehen? Ja, also kannst du aussuchen, welchen du nehmen willst, ne? Wow. Soll ich jetzt noch den Haaren? Ne, ich lass es jemanden, bevor ich wieder auf die Fresse kriege. Wow, und willkommen zum hässlichsten Menschen in diesem Spiel. Bitte, Zelda, you are safe. Is this your doing, Copas? Is this your doing, ja. Ja, das war's, Copas. Wo haben wir escaped from the dungeon? Okay. Ah, Copas. Copas hat noch was. Wow, story. My talents, magic powers, the only weapon, potent enough to legendary Master Sword. Ja, das kenn ich sogar. Haben wir was vom Master Sword. Anscheinend brauchen wir das, um das Böse zu vertreiben und heftig zu sein. Das gefiel mir als Skyward Sword. Und die Älteren hast du verstanden. Die Story? Nö, erzähl's mir nochmal. Ach, das ist davor spielt, ne? Genau, wie das Master Sword überhaupt entstanden ist. Ja, das war hallo? Saftig. Was sagen die Scheiße? Ja, ist ein bisschen scheiße zu dir. Exakt. Oh, und in der Truhe war ein ganzes Herz. Ich glaube, das ist die einzige Truhe, wo wir wirklich mal jetzt instant ein ganzes Herz bekommen. Sonst immer nur auf Viertel, ne? Wow. Ja, und jetzt sind wir in so einer coolen Kathedrale mit so einer epischen, traurigen Melodie. Okay, das war das. Die Glasscheibe. Ja. Ja, be careful. Den alten will ich jetzt nicht nochmal ansprechen. Ja, macht Sinn, ne? Und, Overworld. Und Büsche, jawoll, ja. Die epische Musik. Du hast so eine gute Anlage, da kommt der Ton auch leider. Ich hab sogar Virtual 5.1. Das ist cool. Ja, der wirklich episch in Overworld ziehen. Wow! Ja, okay. Ja, was machen die immer im das Busch? Das ist ziemlich random, aber ja, sie können echt mal in Buschen stecken.
Ja, und was treibt... Ja, es ist etwas Böses im Busch. Ich hab das Böse! Oh, guck mal, was ist das denn da? Sieht doch wie ein 5 Rubin... Oh, es ist gebrochen. Wie arschlich das. Das sieht aus wie ein 5 Rubinstück. Ja, 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 wollte, genau das dachte ich auch immer. Nee, wolltest du das gerade mir einbläuen? Ja. Das sah kein Stück so aus. Das war einfach nur was Schwarzes. Ich wollte erst gar nicht rein, aber ich dachte, als du es dann erwähnt hast... Guck, ich dachte, boah, weil das so blau oben war, weil das eben so blau. Da dachte ich, oh geil, Rubin, das hat auch Scheiße. Ja, auch die Büsche zerhackt, aber kann mal Gefahren in sich. Mhm. Mhm. Haben sie schon recht lebhaft gemacht. Ist so nicht alt. Soll ich den mal hier machen? So ein paar kleine. Was haben wir da? Keine Ahnung, noch ein Pferdchen. Allerschönste Bitsarbeit. Oder mit herrlicher Musik untermalt. Hey! Ja, oh, und der wird jetzt mal richtig aggressiv. Der wird jetzt wissen. Ah, bist du das? Ah, yes. Ne. Ah, Büsche. Ja, muss. Muss einfach. Muss. Oh, oh! Was ist das? Ja, was ist das? Gegner? Töten! Gib dein Bestes bei, ist bald ist der Gegner weg. Ja, es handelt sich hierbei um eine Fee, aber was sie so kann. Tja, vorhin war da auch schon eine Fee, oder? Ja. Echt? Hab ich vergessen. Oder nicht mitbekommen. Die guten alten Fee. Ah, wie ist es bei der sagt nicht, alle Menschen können Feen sehen, weil sie genau an Gott glauben. Ja, weil sie Loser sind. Oder weil sie nicht genug gerockt haben. Ja. Die Gegner sind jetzt so gespawnt. Oh ja, das die wollte ich jetzt nicht. Die brauchen keine drei Tage wie Jesus. Die sind immer... Die sind viel heftiger als Jesus. Ja, die können es halt, ey. So oft wie sie wollen. Oder sie tun immer nur neun dahin. Ja. Voll der Massenmörder hier anwischen. Lesen wir mal das Schild hier gerade. Oh, was haben wir denn? Disray Kakariko Village. Da wollen wir sicher hin, ne? Sure, so hat man dir ja gesagt. Ja, ich hab schon gesagt. Bis der Meisterklicker. Respawn wahrscheinlich. Also, dann mach mal Karte. Weil da war auch so ein schön penetrantes Geräusch, als wir mit den beiden gesprochen haben. Und naja, machen wir mal groß. Wir sehen da dieses fette Kreuz. Also. Ja, ich bin sicher, da müssen wir nicht hin. Ne? Oh. Seit wann gehen wir schon so kreuzen? Das ist so. Da hätte vielleicht seinen Schatz vergraben. Ja, aber. Ja, das ist ein Schatz, ne? Schatz ist immer gut. Kreuz sagt Schatz. Das way, kann gut nicht. Oh, nochmal ein Busch versteckt. Ja, das ist natürlich bis echt. Naja, die sind den ganzen Tag das im Busch und zwirbeln. Böse! Ich hab zwirbelt. Ja, der hat einfach nur gezwirbelt, ne? Ja. Ich wär auch so... Ein Huhn! Cool, die muss man noch fangen, ne? Soll voll nervig sein. Die Hühner sind echt cool, du. Damit kannst du alles mögliche haben. Gab's ja auch einen Bonus, wenn man die schlägt? Wer weiß, also... Also schlagen ist bei Hühnern immer gut. Die gehen immer richtig ab, wenn du das immer ein bisschen verfrüht ist. Irgendwie will ich das jetzt nicht mehr schlagen. Hast du Spaß ohne Ende? Also einmal schlagen geht klar, also da dürfte nichts passieren. Ich lass es. Komm Steffen, mach's eigentlich mal. Er schießt dir gleich. Bam, hast du ihn gesehen von hinten, damit hat er nicht gerechnet. Ist ja ein Bumerang. Ja, ja. Ja, schön die Büsche zerstören. Die Büsche sind deine Feinde. Ja geil, der schmeichelt wirklich. Guck da. Ich hab... Ist doch nichts passiert. Siehst du, du kannst Schutzknecht, du kannst ihm Büsche an den Kopf werfen, du kannst Krüge auf ihn hauen. Es ist scheißegal. Das ist Superman. Ich will noch ein paar Mal schlagen. Ja, so ein paar Mal, also so ein bisschen ist es gerade... Oh. Es ist noch nicht genug chemoniert, würde ich sagen. Also... Manchmal kommt es dann sogar. Ja, ja, genau. Das Alter, das finde ich aber nicht so. Wirklich? Ist es wirklich so? Na komm, weil du's mit hau mal ein bisschen ordentlich. Also, auch mal kommen. Nehmen. Du gibst ja erst noch nicht alles. Bist ja noch gar nicht am Schwitzen. Jetzt hau mal ordentlich. Jetzt musst du es aber mal wirklich ein bisschen... Jetzt wollen wir auch was sehen. Oh, du Scheiße! What the fuck is that? Alter, verdammt! Ich finde das immer noch zu geil. Oh Mann. Das zeigt einen jungen Jahren, man soll keine Tiere quälen. Was ist passiert das? Jetzt bist du einfach mit deinem Lebenstag verstimmt. Arsch! Wie hat er mich denn jetzt noch getroffen? In Twilight Princess ist es auch lustig. Ja, doch. Da sieht das echt auch episch aus. Da wird man selbst zum Huhn. Das
ist voll wirklich, crank, das ey. Ist echt ein bisschen komisch. Oh. Oh, wanted, this is a criminal who kidnapped Zelda. Call a soldier if you see him. Voll die lange Nase, ey. Oh ja, ja. Pinocchio, du. Ah, eigentlich, ach, der ja, Drogen, genau, Pinocchio. Ah. So, erst das Haus rein, erstmal aufräumen hier. Herzchen. Ist ja, ja gar nichts. Ja. Die dachten sich diesmal, ja, diesmal kann man nichts kaputt machen. Nee, Betten kannst du auch nicht zerstören. Nee, ich wollte mich reinlegen und, ach so. Und schlafen. Das geht meistens nur in den kleinen Kapitel. Kleine, oh, schade, wir haben nicht Martha hier. Ja, leider nicht, das würde jetzt passen. Hier, Alte! Ja, sie ist leider unbesiegbar. Oh, du bist Kubis, warum kennen uns eigentlich alle? Was kann ich für einen jungen Mann tun? Die Älteren? Oh nein. Genau, genau. Wie man hat ihn gesehen, seit dieser Wizard Opfer sammelt? Zauberer? Was? Masterche? Nein, ich erinnere mich nicht an die Details, aber... Für viele Legend tell of many treasures. The master sword is mighty blade forget against whose evil heart is one of them. People say that now it is sleeping deep in the forest. Do you understand the legend? Anscheinend. Anyway, look for the elder. Ooh, there must be someone in the village who knows where he is. There must be someone who knows where he is. Ach du Scheiße. Ich bin alt, ich hätte schlafen Kubis. Man hat einen alten Sack suchen. Oha. Oha. Voll die Buschette hier. Eine, alte Frau. Alter, wie oft habe ich die Krüge in den Kopf werfen lassen? Ihn. Sie ist Zelda halt. So. Und einen habe ich noch hier. Auch wenn es eigentlich nur durchgeht. Yo, Gomez, yo. This house is used to be a hideout for a gang of thieves. What was their leader's name? Oh yeah, his name was Blind, and he hate bright light a lot. Oha, wir wissen Bescheid, dass der Gangleader Licht nicht so geil fand. Wenn das so ein heftig scheinendes Licht macht. Aha, Thron sind da safe. Unser so schönes Schieben. Also hier gibt's keine Mimics. Na, vielleicht doch. Kann man die nur schieben oder auch ziehen? Tja, muss ausprobieren. Nur schieben. Lala, Schiene, Rätsel. Man kann alle, na, weiß ich gar nicht, ob man alle auf einmal kriegen kann. Ich meine, ja. Mein Rush. Aber ich, na ja, nein. Ich meine, ich habe immer zwei Dings. So. Kann man die, hä? Ich bin verwirrt. Hallo, Stein. Kann man immer nur meine? Anscheinend. Die Arsche, ey. Ja, oh, das sind doch heftige Steine, nicht solche Pussy-Steine. Ich glaube, ich krieg nicht einen. Das, ja. Oh, das sieht doch immer gut aus. Juhu! Das war nicht die, die ich haben wollte, aber egal. Ne? Komm, einer geht noch. Zwei gehen. Also noch zwei gehen noch. Ja. Hatte ich den nicht schon? Den hatte ich schon. Nee, hatte ich nicht. Mann, wir sind ja nicht reich, du. Ist das viel? Milliardäre. 230? Also, sieht schon, schaut mir schon noch was aus. Gulli? B, aber was ist denn? Flur? B, B, B. Basement. Geil. Ich krieg das mit dem Schieben nicht hin, ich schlag die einfach. Du musst einfach nur dran halten. Hab ich gemacht, er hat sich nicht verschoben. Ich hau einfach dagegen. Ich weiß nicht, was du da machst. Passiert jetzt was, wenn ich nochmal mit der Regel Gang wieder Lodge. Licht ist nicht so geil. Und einfach nochmal werfen hierbei. Sehr schön, Link-Style. Man muss sich vorstellen, man wäre der Hauseigene. Auf einmal kommt eine Person rein, geht ein bisschen sinnlos im Raum herum, schlägt vielleicht mit seinem Schwert wild um sich und haut dann kaputt. Und du musst in deinem Leben zittern und beißen. Die kann man jetzt nicht nehmen hier von dem. Du la Blattacke, you say, have you been going throughout life without one of my whole anything bottles? Das war sehr rassistisch, Spinner. Well, step right up and make your life complete. Life got on sale for no loss. What did you say? 100 rubens, interest? Goodbye, thank a lot. Now hold above your head for the World War II. This is the magic bottle. You can store an item inside and then use it later. Oh, das ist cool. Klasse.
Man kann man das mehrfach benutzen? Das kann ich dann irgendwie chart. Ja, und ich. Oh Gott. Mhm. Ja, ja. Hey, jetzt komm erst zu den Mond, so ich anyone, come quickly! Tschüss, die hat mich voll verraten, die Bitch. Ja, aber naja. Einer kam an gerade mal. Oh Mann. Oh, er dachte, er kann mit seiner heftigen Speerlanze, was auch immer, da dich fett. Jetzt räume ich erstmal hier im Vorgarten auf. Ja, da war ich aber auch immer böse, ey. Von so einer Fisch verraten, ey. Und? Komm mal rein? Leider nicht mehr. Ja. Du kannst es nicht was geben, ist genau. Tja, dieser Holzpfahl stumpf sagt nein. Na gut. Der ist heftig für dich. Das ist so einer von so von den von Zelda so. Am Anfang alles sagt nein zu dir. Und am Ende, yes! Ja, du hast dich durch dieses Buschwerk freigekämpft in das Haus. Jawohl. Oh, ein Herz. Sehr gut. Auch wenn man immer voller Karten hat, man sie allein gesammelt. Ja, cool, ne? Hier ist dein kleiner Bossman und er sagt dir nach, in welchem Bett willst du mit mir schlafen? Warte, da kann man irgendwas drin spawnen? Also nicht alles. Also ein Herz könnte man da drin spawnen? Warum? Wer weiß. Das könnte ganz sinnvoll sein. Also den Typen vermutlich nicht. Nee? Ich versuch's trotzdem. Hey, guck mal, story about my yard. It's a little overgrown. Thanks for visiting. I'm glad to have company to talk to. I will tell you you are an interesting illness. There's a lake swimming with Soras at the source of the river, but it is hard to find. The treasures of Sora can turn people into fish. I'd love to see that. Aha. Wusste ich, das vergesse ich immer so, weil ich weiß immer, er ist unwichtig, also im Sinne von, er gibt mir nicht direkt was, aber er verrät da doch schon so was Tolles. Hab ich ganz vergessen, dass er über die Zoras, so, das Fischvolk ein bisschen raus, redet. Da geht's auch raus. Du hast gespoilert. Wieso? Er hat doch schon über die Zoras geredet. Ja. Gespoilert. Aber das ist ein Fischvolk. Und das hat er da auch schon drin gesagt, oder? Hat er das? Kann sie in Fische verwandeln. Ja, so eine Fische. Oh, okay. Oder kommen gleich wieder ein paar Leute, will ich auch überfällig sprechen. Oh, der sieht sehr alt aus. Und er hat kein Gesicht. So, nice young lady at the waterfall of Brishing in the hills where the river begins. Could you should meet her at least once? I'm sure she will. Boah, das ist eine Truhe, aber die Bar sagt nein. Hm. Was? Komisch. Vielleicht gibt's von hinten einen. Mumble mumble like to play the flute, but she went to look for the good power and hasn't returned. I wonder where this what is going on. Give me the flute, man. Um hier die nächsten Level zu machen von Dings, ne? Was? Ich schieb einfach den Tresen weiter. Du hast sie weiter zu dir hingeschoben, du kommst trotzdem noch nicht rüber. Oh. Ah, verdammt. Muss mal gedrückt halten. Und dann, ja, könntest du dir durch die Busch machen. Oh, guck mal, hier gibt es einen Hintereingang. Boah, wirklich? Wow. Wow. Pass mal auf, wie großzügig die hier sind. Erstmal schenkt sie dir noch einen Huhn. Willst du das Huhn auch mal schlagen? Ja. Pass mal auf, wie das fröhlich mit dir sein wird. Kann man. Ja. Okay, das war gar nicht schlecht, dass du da mal so rangegangen bist. Versuch mal, das Huhn in die Flasche reinzumachen. Das habe ich noch nie gemacht, ja. Flammen wir mal in dieses Teil, weil es aussieht wie so eine Herdplatte oder sowas. Dadadadam, sind wir nicht großzügig. This is a magic bottle. Hey, ich hab fucking hell. Ein magischer Hobby. One, two, this village is fucking awesome. So. War ich hier schon drin? One guy, two bottles. Alter, Mann. Cause I'm sick. Der Junge stirbt später. You brought the bug catching net. There may be some other things you can catch with it. Das allergeilste ist, setz es mal einfach so ein. Ich denke wie immer, ich muss das mal verarschen in meinem Video. Und los. So. Dann sieht schon mal vor, das ist so in Wirklichkeit, du läufst da. Du kannst das gar nicht so instant machen, weil er dreht sich da einmal komplett Hui. Um 180 Grad oder mehr, ich weiß auch nicht. Kann man damit auch so Soldaten einfangen? Das wäre echt heftig, ne? Und dann in eine Flasche stopfen. Das sieht ziemlich verstörend aus.
Und jetzt. Yeah, zerstecht sie alle. Das ist auch elegant. Kannst ja auf alle möglichen Arten zerstören. Oh, was ist das? Tja. Na, Alte? Ach komm, wir haben mich jetzt ja auch schon wieder vergessen. Sie auf. Ja, okay. Oh Gott, so viele Hühner. Ja. Ach, komm. Man kann sie auch hochheben. Geil. Und wegwerfen. Jetzt sind sie natürlich erstmal ein bisschen. Oh mein Gott, was passiert? Und der anderen chillen noch so. Was ist los mit euch? Ist doch alles cool, aber. Wow. Und dann werfe ich sie auch noch. Genau. Ja. So geht's. Mach sie echt von alle. Guck mal, kann man hier nicht rein? So ein Schuppen. Ja, also irgendwie ist einfach so ein Anbau, das stimmt schon. Würde ich. Da war ich. Schon. S. S. Es gibt kein N. Ja, stimmt, aber E und S gerade S. Also dann fühlen wir auf den Cloud, bitte nicht. Oh. Höhle und das Loch. Loch und das Loch. Und Büsche. Und eine lustige Frau. Ah, ich probiere den. Und da ist wieder unser cooler Freund. Oh, ich mach die fertig. Warte mal, ich vorher schon das Haus rein? Tja, wer weiß. Du willst jetzt dein Netz ausprobieren? Hatte ich zuerst vor, aber... Aber, ne? Jetzt ist es dann, jetzt kannst du es benutzen. Ja, gut. Wer weiß, ob es gleich ist, dann zu, das funktioniert. Ja. Ich versuch's gleich mal mit dem Netz da. So, hab ich ja neu gelernt. Das geht sogar genau, du kannst es kombinieren. Oder ist das nicht unbedingt schön? Und wenn du so in der Mitte bist, kommst du das einfach heftig. Oh, was ist passiert? Was hat die Ferien gesagt, was kann man vor das Grün bekommen? Habe ich sie jetzt in der Bottle hier? Nö, was? Sie füllt ihr Leben auf. Viele Leben, 8 Stück. Oh, das würde ich sagen. Wie rotes Elixier füllt das, glaube ich, immer auf. Ich weiß nicht mal, was rotes Elixier das ist. Das kommt ja noch, das kommt ja noch. So, das hätten wir. Oh Gott, so viel Gras hier. Na gut. Ja, die bauen ganz schön viel Gras hier an. Ja, ja scheiß Grünwitte. Oh, wow! Okay, das ist echt selten, dass man fett sowas kommt. Ich hab's halt voll drauf. Das ist so ein bisschen so. Ja, pures. Lange Lacke. Lackst du einfach mal so ein. Ja, ah, so ein ich verschieb halt, besser ja. aus. Willkommen in the land. I'm talking about the grandpa. Okay, but don't tell anyone of the bad people about this. He's hiding in the palace past the castle. I will mark the spot on your map. Here you go. Thank you. Hello. Was war denn so überall da? Hier, hier. Oh, 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 oh! Böse! Böse! Komm mal rein! Kleines, oh. Aber du hast ja einen. Oh, oh. Wow, you caught a bee! What will you do? Keep it in the bottle? Set it free. Oh komm, wenn ich schon kann, ab in der Bottle damit. Und du hast ja die gute. Kann man auch Hühner? Ah, leider nicht. Schade. You caught a... Huh? Das war unnormal. Schicken. Aha, was sonst? You caught a Schicken. What will you do? Let it free before it kill you oder all come and kill you. Oh, kaufen. Oh, die Bett. May I help you select the thing you like? Press the A button, press S market. Was ist das hier? Was könnte das sein? Thank you very much. It's a medicine of life. I help you recover. Ich hatte your noch life. 250? Also ich hatte noch da. Cool. Oder? May I help you select the... Oh, wow. Ein Herz kaufen, komm, einmal musst du dir ein Herz kaufen. Ich habe noch 18, ja komm, einmal muss sein. Dann ist er glücklich. Wie teuer sind die denn? 10, da steht's doch. Achso. Where's this market there? Thank you very much, you can recover one head. Oder hard. Hard. Das ist hurt. Hurt ist wehtun? Ach ja, hurt, H-U-R-T. Nicht. So, ich glaube, jetzt habe ich hier alle Gebäude fertig, alle ab. Ja, und hast du auch zugehört, was der kleine Pimpf da zu dir gesagt hat? Der hat mir gesagt, dann ich weiß ja, was da Karte was passiert ist mit der Karte. Wow, wir kommen rein und es ist eine staubige, schäbige Bude. Mit zwei Kühen, was erwartet? Wo ein geiles Huhn drin ist. Warum auch immer? Wie passen die da rein, verdammt? Die sind größer als dieser verdammte Krug. Das Huhn war natürlich unter dem Krug. Obwohl, nee, das Federkleid, okay. Oh, da ist die Bitch. Bam!
könntest ihn jetzt so lassen und die ganze Zeit nur diese unheimliche Melodie laufen. Aber jetzt sind wir wieder gerne kippen mit Winage Music. Fuck yeah. So, ich will wissen, was hier dran ist. Ja, schauen wir mal, ne? Und ja. Höhle. Zum ersten Mal hören wir die Höhlenmelodie. Einfach nur so Secret English. Und cool. Okay. Da komme ich nicht hin, aber vielleicht kann ich das noch. Oh. Das ist auch so ein Uhr. Bei Awakening ist auch so eine Stelle, wo du runterspringen musst. Das ist so. Loch sagt nein. Loch ist umgeben von mächtigen Steinen oder so. Tja, Steffen, hast du ja auch zugehört. Nee, hat er nicht. Mal sehen, was auf der Sache ist. Yeah. Wie zugehört. Wobei. Nein, ich hab mit dir selbst gesprochen. So. Wow, you got some bombs. You can pick up and throw about you place. You find even more bombs. Ja. Haben die in den Geschäften immer nur einmalig Angebot oder ist es, wenn ich rausgehe, alles wieder restored? Es wird alles free. Das ist alles ausprobiert, von daher es wird wirklich wieder gedeckt. Wäre eine Challenge, wenn das echt... Ja gut, hey, verdammt. Ja gut, ich habe es eh schon durchgespielt ohne zu sterben, dann ist es dann frei. Aber ja, ich könnte es nochmal durchspielen ich darf keine Elixiere einsetzen. Das muss ich mal jetzt machen. Mal zu Hause. Ohne irgendein Elixier zu benutzen und dann nicht zu sterben. Das ist schon wieder schwerer. So, sonst aber kann man ja nur seine Elixiere. Da muss man sich so mit dem ganzen Herzkram, was so da ist, nämlich begnügen. Boah, da muss ich ganz hin. Das ist echt ein bisschen Challenge. So, ich geh jetzt auf Klo. Das heißt, wo macht das? Ich guck mal gerade am letzten Folge. Jo, können wir so das von aus machen. Ja, ist noch nur 30. Ja, dann würde ich sagen, Safe State. Ich weiß gar nicht, kann man das hier irgendwie auch... Meinst du mit Instant und denkst, ja, das geht über die Option. Fern noch speichern als... Ja, kannst du da irgendwo auch machen. Alles klar. Okay. Kann man in-game abspeichern? Tja, wahrscheinlich... Da nicht, ups. Ich habe das immer nur im Emulator gespeichert. Ja, ich weiß ja, ich will jetzt nur hoffen, dass der das so auch dauerhaft abgespeichert hat. Aber das gucke ich dann gleich einfach. Ich beende hier die Folge erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.